So ihr Lieben, Functional Fitness mit Equipment. Meine Kamerafrau hat Pause, die braucht mal Ruhe. Ich denke, das kriegen wir so hin. Ist quasi Teil 3, beziehungsweise Teil 1 von 3, also erste Trainingseinheit von Warboards. Ihr habt eins von denen gewählt, mit dem ihr klarkommt, 4, 6, 9 oder im Ernstfall 14 Kilo. Und wir werden jetzt ein paar Übungen davon machen. Das Entscheidende bei der Nummer ist, ist ein bisschen anders aufgebaut. Wir machen quasi jeden Durchgang immer 30 Sekunden die Einsteiger und 60 Sekunden die Pros. Und dazwischen, wenn möglich, keine Pause. Also in den Übergang reingehen und dann direkt zum nächsten Komplex. Okay? 30 Sekunden für die Einsteiger, 60 Sekunden für die Profis. Wenn ihr unschlüssig seid, probiert die erste Runde mit den 30 Sekunden und dann könnt ihr ja hochgehen, beziehungsweise könnt ihr wechseln, 30 Sekunden, 60 Sekunden, 30 Sekunden. Das bleibt euch überlassen, so dass ihr wirklich 5 Runden von der ganzen Nummer mindestens durchziehen könnt. Okay? Ich denke, das kriegen wir hin. Nummer 1, ihr schnappt euch den Rohrbruch, haltet den hier und Ausfallschritte. 30 beziehungsweise 60 Sekunden an. Für die Pros, die auch ein bisschen Schulterflexibilität haben, können den Ball hier hochnehmen und können dann quasi die Ausfallschritte mit dem Ball hier oben machen. Okay, 30 bis 60 Sekunden durchziehen. Auch hier könnt ihr natürlich von Durchgang zu Durchgang wechseln. Wenn ihr das habt, direkt runter und crunchet mit dem Ball. Ihr habt den hier und crunched hier hoch. Das ist von der Seite sehen, Kunde. Hebt ihr nur mit den Schultern ab und geht in die Spitzenkontraktion vom Bauch herein. Okay, genau. Spitzenkontraktion locker lassen. Spitzenkontraktion locker lassen. Dann Liegestütze auf den Ball. Und zwar eine Hand auf den Ball und dann könnt ihr wechseln. Die Pros gehen quasi komplett runter auf der einen Seite, wechseln dann und geht auf der anderen Seite komplett runter. Die Anfänger machen das quasi in Ballhöhe. Okay, wechseln dann und wieder in Ballhöhe. Die Superpros können von mir aus das hier auf den Ball machen und hier drauf springen und runter. Ja. 30 bis 60 Sekunden durchackern. Okay, und dann gehen wir an die Sit-Up-Geschichte, ich muss immer mal einmachen. Das heißt, Beine liegen jetzt hier auf, ihr kommt hoch und werft den Ball hoch. 30 bis 60 Sekunden lang. Okay, dann hoch und Fuß antippen. Das heißt, ein Fuß ist nur am Ball und dann schön dynamisch bleiben. 30 bis 60 Sekunden, okay? Also, nochmal. 30 bis 60 Sekunden, jeder Komplex. Danach erst die Pause. Ansonsten so schnell wie möglich wechseln. Ja, merkt man, könnte auch was atmen. Ich will wissen, was macht man, Entschuldigung. Nummer 1 sind entweder so Ausfallschritte oder so Ausfallschritte. Dann Crunches. Hände oben, Beine oben. Und hier schön in die Spitzenkontraktion rein. Dann der Liegestütz, je nach Niveau, auf den Ball oder unten, bevor ihr wechselt. Oder von mir aus pyometrisch. Okay? Dann den Sit-Up mit hochwerfen. Beide bleiben unten, ihr kommt hoch und werft den Ball. Und danach nochmal zum Warmwerden, Fuß antippen. Füßchen hier drauf. Okay, und das zieht ihr mindestens 5 Runden durch. Denkt an eure Sicherheit, guckt, was ihr wie war, in welchem Umfang macht. Sportfrei, bis gleich.